Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Ratote beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, ich hoffe, dass auch bei euch mit den letzten Upgrades oder Updates, ihr müsst mal in den Play Store schauen, bei Google vor allen Dingen, die letzten Android-Sachen auch jetzt endlich rausgefixt sind. Ich hatte auch etliche Probleme, habe jetzt mein Tablet hier aus einem ganz, ganz bestimmten Grund mal auch endlich updaten können und wir gehen einfach mal auf Öffnen rein, mal sehen, ob wir jetzt Erfolg haben in Clash of Clans. Es gab so kleine Bugfixes. Ich finde das nie so wirklich schlimm, denn das Ganze ist ja so ein bisschen harte Entwicklergeschichte und kleinere Bugfixes, Bugs oder Fehler vorher rauszufinden, ist enorm aufwendig, aber ich glaube, die Entwicklertruppe hier von Supercell hat super an diesem Problem gearbeitet und ihr seht mich hier auch auf meinem R12 und denn ich hatte auch den kleinen Bug, dass ich meine Helden nach der Wartung nicht weiter boosten konnte. Die standen irgendwo hier bei 17 Minuten oder so und man kam nur aus dieser Nummer raus, wenn man entweder einen Helden abgegradet hat. Das habe ich gemacht, nämlich die Queen habe ich auf 51 gezogen, weil irgendwo fehlt im Moment, glaube ich, der Lot. Es fehlt ja irgendwo der Lot. Und also die habe ich auf 51 gezogen. Das heißt, die war aus der Nummer raus. Aber mein King und mein Warden, die waren immer noch im Boost und der hörte nicht auf. Ich konnte ihn auch nicht weiterklicken, den Boost. Jetzt ist er sowieso rum. Und ich habe aber ein paar Clankriegsangriffe zu machen, denn Lot gab es ja in Clash of Clans irgendwie nicht wirklich. Ihr seht das hier an meinem Attack-Log. Das ist wirklich mau, mau, mau. Also Es ist wirklich, ich weiß nicht, was da los war. Mal sehen, wie das heute Abend wird. Denn es gab irgendwie waren alle Clasher waren aktiv. Alle Clasher waren irgendwo aktiv. Es gab nichts Inaktives und der Lot war unterirdisch. Unterirdisch. Ich habe auch schon echt getippelt. Ich habe mich auf alle 50.000 Elex, du brauchst da viel Elex zum Start, habe ich mich gestürzt, damit ich wenigstens heute oder gestern Abend, ganz, ganz spät, also es war schon nicht mehr Abend, sondern es war schon eher Nacht, dieses Lager hier endlich mal, dieses hier, starten konnte. Also die 9 Millionen habe ich mir reingefarmt. Es war ein Gekrampfe, kann ich euch sagen. Es war wirklich ein Gekrampfe und ich würde sagen, oh, jetzt verschiebe ich das Lager auch noch. Und ich würde sagen, wir gehen trotzdem jetzt in unseren aktuellen Clankrieg rein, denn ich möchte euch heute einfach mal die Maschine so ein bisschen zeigen, mal sehen, ob ich auch sie richtig einsetzen kann und mache einfach mal, ihr wisst, wie ich bin, ich mache Live-Angriffe hier am Tablet, deswegen habt ihr auch rechts und links so ein bisschen den Rahmen und mal sehen, was wir hier so reißen können. Ja, und ihr seht das hier, die Base, die ich mir eigentlich habe reservieren lassen, hat jetzt schon einen Stern. Das seht ihr jetzt nicht, weil das ist gerade von meiner Kamera verdeckt. So ein bisschen ist das auch mal wieder ein kleiner Test für den nächsten Stream von mir. Hat mich auch wirklich gefreut, auch am letzten Samstag, das war ja noch vor dem Event, dass ich so viele super Zuschauer hatte. Und ich weiß, ich bin nur noch so um die 100 Zuschauer von den 5000 Abonnenten entfernt. Das ist echt super. Ich freue mich tierisch, denn bei 5000 Abonnenten, glaube ich, machen wir mal wieder ein richtiges Special. Und das erste Special soll aber der Angriff hier auf diese Base sein. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich reinkomme. Ich habe die Maschine dabei. Ich habe da ein paar Riesen drin und habe so eine relative Standard-Armee mit Bowler, Heiler, Queenwalk, was so ein bisschen dazugehört. Wo ich mich nicht wirklich so rum kümmern muss, ist, glaube ich, diese Ecke hier. Ich muss mal sehen. Ich würde jetzt von der Seite hier über das Labor, denke ich mal, mit einem Queenwalk hier anfangen. Muss ich mal sehen, wo ich die Queen setze. Ich denke mal, ich kann die Queen fast schon auf der Stelle hier des Bogenschützen setzen. Also das ist so ein bisschen mein Plan, dass ich mit der Maschine hier über die Kanone den Magierturm und denn also in Richtung Rathaus gehe. Ihr wisst das, das dürft ihr nie vergessen. Ich habe das heute ganz, ganz häufig gehört, dass einige die Maschine nicht richtig einsetzen können. Die Maschine, egal ob es die Maschine ist, also der Rambock, oder ob es das Luftschiff ist, ich weiß gar nicht genau, wie es im Deutschen heißt,
die beiden Sachen gehen Richtung Rathaus. Sie gehen einfach Richtung Rathaus. Und auch wenn das Rathaus weg ist, gehen sie Richtung Rathaus. Da, wo ich stand. Also ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich bin immer live auch sehr, sehr mutig. Ich weiß, wir haben hier, muss ich sagen, in diesem Clankrieg aber auch nichts mehr zu verlieren, glaube ich. Und deswegen kann ich, glaube ich, diese Base ganz, ganz gut mit dieser Truppe machen. Ich muss mal sehen, wie ich jetzt die Truppe so einsetze. Wir gehen einfach mal in Attack rein. In der Hoffnung, dass es 2 Sterne werden. 3 Sterne wären super, nicht utopisch, aber sie wären wirklich super. Und wir starten hier mit unserem Queen Walk und machen jetzt hier auf der Seite das Lager weg, denn wir brauchen den Funnel. Wir brauchen hier in jedem Fall den Funnel. Wir wuten unsere Queen schon mal durch und gehen jetzt über dieses Lager hier mit der Maschine rein. Also, oh, die Queen ist sogar schon drin und dann können wir auch unsere restlichen Truppen hier schon reinziehen. Das ist natürlich krass. Kann man nicht anders sagen. So, wo ist meine Maschine? King da noch mit rein. Und den ersten Sprung, ich weiß gar nicht, wo ich den ersten Sprung ansetzen soll. Ich glaube, wir setzen den jetzt mal hier an. Clanburg, wo hat er denn eigentlich? Ah, die Clanburg ist dort. Okay, die giften wir immer weg. Dann nehmen wir unseren Warden hier einmal jetzt in Anspruch. Oh, meine Queen ist ja jenseits von Gut und Böse. Okay, ich glaube aber, es geht noch ganz gut hier durch. Wir heilen hier unsere Truppen nochmal durch, denn Queen geht hier oben, glaube ich, ganz, ganz gut. Und Helden habe ich noch zu zünden. Ich habe jetzt ja eben den Warden gezündet und meine Bowler auf Level 3. Ich habe ja die Bowler noch nicht maxed oder so und ich habe auch jetzt auch keine Max Bowler mitgenommen. Sind ja noch nicht so wirklich hoch. Also glaube ich, haben wir die Base ganz gut gemacht, oder? Hm? Was meint er? Ihr seht das so ein bisschen, das ist so mein Livestream-Layout hier. Ich nehme halt heute einfach mal an der Software auf, wo ich auch eigentlich mit streame. Ich hoffe, das gefällt euch so ein bisschen. Ja, es ist auch so ein bisschen Training. Ich gucke jetzt so ein bisschen in die Kamera auch. Und ich glaube, der Dreier ist uns ganz gut gelungen. Wir können die Helden... Oh, da oben haben wir noch ein Lager vergessen. Eieiei. Aber ich glaube, eine Minute, das packen wir in jedem Fall. Also haben wir hier die 5 schon mal gepackt, genau wie ich es eigentlich geplant habe. Und ich denke mal, mit der Maschine, das war gar nicht mal schlecht. Ich lasse die Maschine einfach tanken. Und ja, mein erster Rathaus 12 Angriff, gleich gelungen. Also ich bin, ich will nicht sagen gehypt, aber ich bin zumindest, was den CK angeht, hier glaube ich ein bisschen im Plan. Und habe jetzt allerdings noch die Nummer 2. Ihr seht das hier, ihr seht das Ergebnis schon, weiß ich. Aber ich hoffe, es ist nicht ganz, ganz so schlimm. Ich will die 2 noch machen. Die hat der Mastengo mit 1 Stern belegt und relativ vielen Prozenten. Also es ist so ein bisschen was außenrum gelaufen. Wir gucken uns die Base einfach mal an. Kann auch so eine kleine Taktikfolge sein hier. Und ja, wir schauen uns den Angriff einfach mal an. Auch das solltet ihr immer mal machen. Wie hat der Vorgänger, oh, der Vorgänger hat sogar die Truppen hier komplett durchgeboostet, beziehungsweise mit dem Machtrang einfach mal ein bisschen stärker gemacht, also auf Maximum Level getrimmt. Das mache ich jetzt nicht, muss ich dazu sagen, das lohnt sich in diesem CK nicht. Also wo es dann eng wird, da lohnt sich das sicherlich, aber wo es nicht so eng wird, ich weiß nicht, wie ihr den Machttrank immer einsetzt, aber ich glaube, ich muss den heute Abend für diese Base hier nicht unbedingt ansetzen. Mein Ziel sind hier erklärte 2 Sterne und mal sehen, wie er hier vorgegangen ist. Ich gucke so ein bisschen nach unten, aber ich kann jetzt auch so ein bisschen nach vorne schauen. Ist immer ein bisschen netter, so ein bisschen in die Kamera zu gucken. Ich nehme mal das Mikro ein bisschen eher, ein bisschen näher ran. Also wie gesagt, hier so ein bisschen übe ich. Auch ich übe immer mal wieder an meinen Streams, an meinen kleinen Layouts. Es gibt immer kleine Verbesserungen und seht mir das nach. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich auch über das Wochenende, über das Event richtig starke Abonnentenzahlen Zuwachs dazu bekommen habe. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich echt nicht gedacht. Und ich freue mich wirklich, dass es alles so gut geklappt hat, dass im Moment hier auf meinem Kanal auch und auch in Clash of Clans es richtig weitergeht. Und ich hoffe auch vor allen Dingen, ich hoffe es, dass ihr auch auf euren ganzen Geräten wieder spielen könnt, also auf den Android-Geräten, wo es unter Umständen nicht geht, wo es aber vielleicht wieder geht, denn es gab ja ein optionales Update. Bei mir hat es super funktioniert. Ich habe jetzt keine Probleme mehr auf keinem einzigen Android-Gerät, was ich in Hardware habe. Und das sind immerhin 5 Stück.
Habe ich überhaupt keine Probleme mehr mit ganz verschiedenen Android-Versionen. Überall läuft mein Clash of Clans. Mein Clash of Clans läuft auch wieder in BlueStacks, denn das ist eigentlich der Emulator, mit dem ich sehr häufig aufnehme oder auch hier meine Livestreams bestreite. Und deswegen glaube ich, dass Supercell da wirklich tolle Arbeit ableistet. Seht dieser Firma das nach. Das ist in ganz, ganz vielen Sachen so. Gerade wo es um Software geht, wo es um Bugfixing geht. Du kannst nicht alles abdecken. Also ich war die ganzen Tage, ich war gestern Abend auch nicht sauer, dass meine Helden nicht aus dem Boost kamen. Ich hab's einfach hingenommen, weil ich wusste, dass sie es auch wieder rauskriegen. Es ist einfach so. Ich habe auch ein Ticket aufgemacht, habe das auch ganz nett bearbeitet, habe gesagt, Leute, dies und dies geht nicht. Der oder die Helden kommen nicht aus dem Boost raus nach der Maintenance, also nach der Wartung. Und von daher alles easy. Ich bin da ganz, ganz entspannt gewesen, weil ich auch keinen Druck hatte, muss ich sagen. Ich habe mit Kobolden gefarmt. Das habt ihr, glaube ich, eben in meinem Log gesehen. Und ich würde sagen, wir bauen die zweite Armee einfach mal für den zweiten Angriff und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn taktisch gesehen ist das eigentlich nicht gut, was ich jetzt mache. Ihr seht das hier. Wir haben hier die 2 noch auf und wir haben hier unten die 6 noch auf. Und wir haben nur noch 2 Angriffe, denn der Doc, also unser Chef, kann hier noch einmal angreifen und ich kann hier noch einmal angreifen. Der Doc kann nur die 6 nicht nochmal angreifen, er könnte aber die 2 machen. Und ich die 6 vielleicht, aber ich glaube, der CK hier ist. Der ist so ein bisschen gewonnen, würde ich mal sagen, denn auch meine Base hier, ihr seht, das hat 40% nur kassiert. Ich meine, wir waren zum CK-Start hier plötzlich 3-12er, aber der kleine Vorteil lag jetzt so ein bisschen vielleicht auf der Werkstatt, also auf den Maschinen, die wir natürlich oben relativ gut genutzt haben. Ihr seht ja hier, wir haben ja auch nette Sterne gemacht im oberen Bereich. Und aber der Gegner, ich denke mal, selbst wenn es 11 gegen 11 gewesen wäre, wären wir so ein bisschen im Vorteil gewesen. Man sieht das ja manchmal so anhand der Helden, anhand der Kriegssterne. Also es ist immer ganz verschieden. Deswegen würde ich sagen, wir hauen hier, entschuldigt bitte, einmal in den Sack. Ich habe mir das Replay von Mastengo ja eben angeschaut, haben wir uns eben angeguckt. Also wir scouten die Base nochmal, mal sehen, ob wir sie ein bisschen besser machen. Ich würde wirklich liebend gern den zweiten Stern hier rausholen, um vor allen Dingen den Bonus auch mitzunehmen. Denn ihr seht das links oben, er ist jetzt angepasst. Also ich glaube, jetzt passt der Bonus auch, hatte Supercell ja auch angedroht, dass es etwas mehr Kriegsbonus gibt, dass es auch mehr Bonus im Lot gibt. Den gibt es ja nicht wirklich. Deswegen hoffe ich auf den Kriegsbonus. Also wenn wir hier wenigstens einen Stern holen, dann haben wir hier schon ganz netten Bonus reingeholt. Sehen wir gleich nach dem Angriff. Ich denke mal, wir gehen hier rein. Wir haben überall grüne Pfeile. Ich habe diesmal etwas andere Clanburg dabei. Noch passen keine 6 Bowler rein, aber wenn meine Clanburg auf 40 Platz ist, passen 6 Bowler rein. Also auch da so ein bisschen dran denken für euch. Rathaus 12, ich habe im Moment selber keine Siegesmaschinen da oben dabei, aber ich baue sie immer wieder nach, auch wenn die 100.000 kostet, ist mir ganz egal. Wir sind hier nicht so viele 12er, also ich glaube, es sind 3 Stück und wir spenden, was hier geht, auch wenn diese Maschine nicht wirklich den Spendenwert gibt. Es gibt nämlich nur einen Punkt dafür. Ist aber egal. Alles für den Dackel, alles für den Club. Und deswegen denke ich mal, gehen wir auch in diesen Kampf hier einfach mal in Attack rein. Und ihr seht das so ein bisschen an mir. Ich bin ganz, ganz entspannt, was diesen Angriff angeht. Und gucken wir mal, wie wir hier reingehen können. Ich denke, wir starten wieder mit dem Queen Walk. Oh, entschuldigt bitte. Ich bin gerade mal kurz ans Mikro gekommen. Denn ich muss jetzt so ein bisschen so etwas schneller meine Truppen hier rausbringen. So, wo ist der? Eigentlich sollte der Bogenschützenturm jetzt schon auf meine Queen zielen. Das tut er noch nicht. Okay, das tut er noch nicht. Dann ziehen wir hier mal 2 Hexen rein und 3 Bowler. Bringen hier einmal die ganze Meute in Wut und nehmen hier Riesen und unsere Maschine mit rein. Alter. Ich kriege die Truppen gar nicht so schnell raus, wie der hier rauskommt. Wir springen, denke ich mal, wir springen einmal dort. So, 2 Magier habe ich da hier noch. Die ziehe ich hier auch im Backend mal rein.
Und jetzt muss ich muss mich mal eben orientieren, wo denn meine ganzen Truppen hergehen und wo ich noch ein bisschen Power und wo ich vor allen Dingen meine Helden nicht vergesse. Okay, der zweite Inferno da ist Geschichte. Jetzt geht es hier ein bisschen rei rum. Das ist ein bisschen doof. Oh, da hat es gerade ein bisschen durchgeleckt. Also hier mal den Lakaien gesetzt. Und da oben, was ist hier oben eigentlich noch? Ah, da ist meine Queen noch und hier sind noch meine Bola. Was heile ich denn jetzt als erstes durch? Ich glaube, ich heile hier die Bola durch, denn die kriegen gerade mal so ein bisschen Beschuss von dem großen Adler da, dass zumindest auf der Seite hier ich noch ein bisschen was zünden kann. Ich habe jetzt auch keinen normalen Wutzauber mehr, aber ich will die Queen. Habe ich sie vergessen? Ich glaube, ich habe sie fast vergessen. Boah, war das knapp. Aber okay, wir haben den zweiten Stern hier und wir haben hier noch die netten Prozente reingeholt. Ich glaube, auch der Angriff war gar nicht mal schlecht. Ein bisschen mehr Koordination noch, dann läuft das hier auch. Und ich denke, ja, ich kann super zufrieden sein. Auf die zwei hier nochmal so einen netten Angriff hinzulegen. Der ist auch nah an drei dran. Also sind wir ehrlich, 86%, das ist ja schon wirklich, wirklich nicht schlecht. Meine 54 Sekunden, glaube ich, schafft der Bogenschütze die Mauer nicht mehr. Wir können, glaube ich, abbrechen. Ja, das ist, glaube ich, gewesen. Wir haben zumindest diesen Stern noch drin, also 72 Sterne für uns. Und vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl noch bei den Zaubern. Ich bin nicht wirklich der 2-4-Finger-Setzer hier, aber ich glaube, der Angriff war in Ordnung. 72 zu 48, ja. 48 sind es und ich habe schon wieder ein bisschen nachgebaut. Ihr seht, meine ganze Base hier ist komplett im Boost. Ich habe auch ein bisschen was geschafft, gar keine Frage. In ein paar Stunden habe ich zwei Bauarbeiter frei. Ich plane in jedem Fall, ich hoffe, da seid ihr mit d'accord, dass ich die Town Hall auf Level 2 bringe und wir bringen das erste Lager hier auf den nächsten Level, denn Ziel ist natürlich, dass wir die Clanburg irgendwann mal hochziehen und ich hoffe, die Folge hier mit mir, der da diese Truppen nochmal baut und der die Spells nochmal nachbaut, hat euch trotzdem gefallen. Also wirklich mal Clankrieg Rathaus 12 nach dem Update. Es folgen noch ganz, ganz viele Clankriegsangriffe bei mir in den Folgen mit den neuen Taktiken, mit den neuen Truppen und mit den neuen Gegebenheiten. Also darauf könnt ihr gespannt sein. Ich habe auch unendlich viele Diskussionsthemen für euch, mit euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Toto. Clashed.